Kalbsschnitzel für 4 Portionen, 8 kleine Kalbsschnitzel, Salz, Pfeffer, 2 Ei Mehl, 4 Ei Pflanzenöl, 1 Zwiebel, 2 Tomaten, 250 Gramm frische Champignons, 125 Milliliter Gemüsebrühe, 500 Gramm gekochte Esskastanien, die Schnitzel klopfen und mit Salz und Pfeffer würzen. In Mehl wenden und im heißen Pflanzenöl von beiden Seiten etwa 4 Minuten braten. Aus der Pfanne nehmen und warm stellen. 2 Die Zwiebel schälen und hacken. Die Tomaten kreuzweise einritzen, mit kochendem Wasser überbrühen, von Stielansatz, Haut und Kernen befreien und achteln. Zwiebelwürfel und Tomaten im Bratfett einige Minuten unterrühren dünsten. 3 Die Pilze putzen, feucht abreiben und in Scheiben schneiden. In der Pfanne mitschmoren, dann die Gemüsebrühe angießen. Die Maronen hinzufügen und erwärmen. Schnitzel in die Soße legen und 15 Minuten ziehen lassen. Mit Reis servieren. Saftiges Käse-Omelett. Zutaten: 2 Personen, 2 Karotten minus 1/2 kleine Knolle Sellerie, 2 Frühlingszwiebeln gleich 5 el Hüttenkäse T7 oder Frischkäse 6 el Obstessig. Für das Omelett: 3 Eier 6 el fettarme Milch 2 el geriebener Käse, Emmentaler, 45%, 1 tl tiefgefrorene Kräutermischung ll 2 tl Olivenöl Salz Weißer Pfeffer Paprika Cayenne Pfeffer Karotten, Sellerie, Frühlingszwiebeln waschen, Zwiebeln schneiden, Karotten und Sellerie raspeln. Alles in eine Schüssel geben, mit Hüttenkäse und Obstessig vermengen und würzen. Eier mit Milch, Käse und Kräutern in einer Schüssel schaumig schlagen. Käse-Omelett, ich bin dann mal schlank mit D. Puttenbrust mit Paprika Erdnussgemüse. C Zutaten: 2 Personen, 2 Puttenschnitzel, 1 Ei, 2 TL Sojasauke, 1 TL Honig, Salz, Pfeffer, Karikpulver, Paprika, 2 IL Rapsöl. Für das Gemüse, einer große Knoblauchzehe, 300 Gramm tiefgefrorenes Paprikagemüse, 125 Gramm passierte Tomaten, 1 TL Gemüsebrühe, Instant, 100 Gramm Mungobohnenkeime aus dem Glas, 2 TL, Erdnussmus Lobkputenschnitzel in dünne Streifen schneiden. Ei mit der Sojasauke, dem Hoifnik und den Gewürzen glatt rühren. Puttenstreifen hinzugeben, alles gut miteinander vermengen. Rapsöl in der Pfanne erhitzen, marinierten Puttenstreifen hineingeben, etwa 2 Minuten knusprig braten. Knoblauch klein würfeln. Paprikagemüse und Knoblauch zum Fleisch geben und eine Minute mit geschlossenem Deckel braten. Die Tomaten sowie die Gemüsebrühe hinzugeben und unterrühren. Die Gemüsepfanne weitere 3 Minuten bei Grö und bekanntes Zeichen Serie Hitze und mit geschlossenem Deckel kochen lassen. Die Mungo T2 Bohnenkeime in einem Sieb abtropfen lassen. Kurz vor dem Servieren die Sprossen und das Erdnussmus unterrühren und würzen. Überbackenes Vollkornbrot, 2 Scheiben Vollkornbrot, 2 kleine Tomaten, 6 schwarze Oliven aus dem Glas, kernlos, 2 kl Maiskolben aus dem Glas, 100 Gramm Emmentaler, 1 el saure Sahne, 100 Gramm Gär. Hähnchenbrust auf Schnittcheese. Pfeffer, Oregano, Basilikum, das Vollkornbrot im Backofen bei 220 Grad, Umluftgrill, etwa 4 Minuten toasten. Die Tomaten waschen, den Stielansatz entfernen und in feine Würfel schneiden. Die Oliven und die Maiskolben in dünne Scheiben schneiden. Den Käse raspeln. Alles in eine Schüssel geben, mit der sauren Sahne vermengen und abschmecken. Das getoastete Vollkornbrot aus dem Ofen nehmen, mit der geräucherten Hähnchenbrust belegen und den Toskana-Salat gleichmäßig darüber verteilen. Anschließend auf der mittleren Schiene im Backofen 5 Minuten überbacken.